Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um den BMW Performance Auspuff, um das hier. Und wenn ihr alles wissen wollt, dann bleibt dran. Leute, also es gibt zum BMW Performance Enduro-Dämpfer ziemlich viele Mythen, ziemlich viel, was falsch wiedergegeben wird, was nicht stimmt, was nicht wahr ist, und das möchte ich in diesem Video klären. Und zwar mache ich es ganz simpel, ganz einfach: der BMW Performance Enduro-Dämpfer für die Dreierreihe, also für E90, 91, 92, 93, ist, jetzt kommt's, für alle BMWs N52 und N53 zugelassen, außer eine einzige Ausnahme, und die eine einzige Ausnahme ist der BMW 325i N52 B25 mit dem Schaltgetriebe. Alles andere, jedes andere Dreierfahrzeug, egal ob N53, B30 als 325i oder sonst was, Schaltgetriebe, Automatik, scheißegal, spielt keine Rolle, ist legal zugelassen. Viele erzählen nämlich, nee, Schaltgetriebe grundsätzlich geht nicht. Völliger Schwachsinn. Also, nur der 325i N52 B25 als Schaltgetriebe ist nicht zugelassen. Alle anderen ja. So, das heißt, wenn du 325i N53 fährst, kannst du den auch als Schalter haben. Legal, ohne Probleme mit sonstigen Geschichten. Das jetzt einmal vorweg, weil viele erzählen halt Quatsch. So, und das wollte ich einmal klären. Dann natürlich ist es auch sehr wichtig, wie unterscheiden sich die? Und zwar ist es so, dass der N52 B25 Auspuff, der hat nämlich keine Klappe. Oh. Der hat keine Klappe. Das bedeutet, der Performance Engine Dämpfer ist anscheinend als schaltgetrieben Version zu laut. Als Automatik im 325i N52 B25 ist der legal. Warum auch immer das so ist, ich weiß nicht, ob der jetzt eine Klappe hat oder nicht. Warum, kann ich echt nicht sagen. Aber ich weiß, dass es irgendwas muss da an der Automatik anders geregelt sein. Warte, ich fahre doch hier lang. Irgendwas muss an der Automatik anders geregelt sein, so dass der auch legal ist. Und hier ist zu. Wann ist denn hier zu? Okay, das ist so das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Jetzt kommen noch zwei Unterschiede. Und zwar, wie unterscheiden sich die voneinander? Also der Unterschied zwischen den 325i und den 330i Auspuffanlagen ist, wie gesagt, einmal die Klappe, dass der 330i haben beide eine Klappe, die immer schließt. Die 325i's, egal ob 53, 52, nicht. So, das ist einmal mein Wissensstand. Und der nächste Unterschied ist die Endrohrgröße. Die Endrohrgröße bei den 25i-Varianten ist 76 mm und bei den 330i-Varianten ist die Endrohrgröße 80 mm. Das heißt, die Endrohre bei der 330i-Variante sind nochmal ein bisschen größer als bei dem 325i. Wenn ihr jetzt denkt, so ja, korrekt, Marc, danke für die Info. Ich habe sogar jetzt einen gebrauchten Performance-Enduro-Dämpfer bei Kleinanzeigen gefunden und der ist jetzt mal für mich erschwinglich, weil die sind extrem rar, deswegen sind die im Preis auch sehr hoch, was ja auch verständlich ist. Preis, Angebot und Nachfrage und so weiter kennt ihr ja, brauche ich auch nicht zu erklären. Das heißt, einer, der einen hat und einen verkauft, kann auch verhältnismäßig mehr dafür verlangen, weil die rar sind und man die auch die nicht bekommt und das eigentlich das beste Abgas-Endschalldämpfer-System ist, was man so kriegt. So, jetzt aber nochmal Unterscheidungen. Wenn ihr jetzt einen gefunden habt, denkt, ja, der ist ein 325i für Automatik, für N52, geil, den will ich haben. Ist eine Sache noch ganz wichtig zu wissen, und zwar, dass der Endschalldämpfer, die Endrohre der Endschalldämpfer unterscheiden sich nicht nur in der Dicke, sondern auch in der Länge. Also um einige, und dann sage ich euch welche, ihr könnt untereinander die Performance-Enduro-Dämpfer austauschen, wenn ihr ein Coupé und ein Cabrio habt. Das heißt, hast du ein Coupé und ein Cabrio, ist die Länge der Enduro-Dämpfer gleich. Hast du jetzt Limousine und Touring, ist bei denen die Enduro-Dämpfer, also die Endrohrlänge, dieselbe. Wenn du dir jetzt einen Coupé-Auspuff kaufst,
und den unter deine Limousine bauen möchtest, dann hast du folgendes Problem, was aber behebbar ist, dass die Endrohrlänge vom Coupé länger ist als das von der Limousine. Das heißt, du musst deine Endrohre kürzen. Das ist nicht mehr Plug and Play, wie es ursprünglich mal war, sondern du musst da halt einmal ran und das Ganze einmal kürzen, so dass du dann deinen Endschalldämpfer montieren kannst. So, das ist jetzt kein großartiges Problem, denn du kannst Veränderungen an den Rohren vornehmen, solange diese von innen nicht perforiert sind. Das ist so mein Wissensstand. Das heißt, kaufe es, musst du halt ein Stück kürzen, so dass es passt, wieder dran montieren, fertig, sei glücklich, dann hast du deinen Auspuff. Das ist einmal so eine Variante, die ganz wichtig ist für euch zu wissen. Denn das sind Sachen, die nicht jeder weiß und wo sehr viel Scheiße wirklich erzählt wird und sehr viel Unwissen im Umlauf ist und alle behaupten das Gleiche. Und sagen, ja, das ist aber so und es geht nicht, das darfst du nicht, bla bla bla. Völliger Schwachsinn, weil einfach die Leute nicht richtig informiert sind und einfach nur Halbwissen wiedergeben. Hier gibt es richtiges Wissen zu dem Auspuff. Noch ein günstiger Tipp an meiner Seite, wenn ihr einen 325i N52 B25 habt und ihr wollt ein bisschen lauteren Sound haben und wollt nicht ganz so krass auffallen, dann könnt ihr auch den Auspuff vom 330i montieren mit offener Klappe. Einfach den Serienauspuff, gibt es bei Kleinanzeigen um die 100 Euro. Natürlich seid ihr dann nicht krass legal unterwegs. Aber es ist ein Serienteil, der serienmäßig aussieht. Wenn er nicht bearbeitet ist, fällt es wahrscheinlich nicht so auf. Genauso wie auch der wenigste Polizist, dem wirklich das auffallen würde, dass der Performance-Engine-Dämpfer auf den N52, B25 Altschaltgetriebe verboten ist. Das heißt, wenn ihr ganz knallhart strikt sein wollt und der TÜV, das, ihr Meinung seid, dass der TÜV das überprüft, dann macht auf jeden Fall nichts Illegales. Wenn ihr aber was Illegales machen wollt, wovon ich mich vollkommen distanziere und ich damit nichts zu tun haben möchte, wären Gedanken natürlich günstig, Auspuff zu ändern, einfach den 330i Auspuff zu kaufen und den zu montieren. Jetzt kommt eine Sache, die mich selber mal interessiert. Eine Sache, die ich mal selber im Kopf habe, die ich überlegt habe. Ob das stimmt, ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber der Endtopf vom 330 Diesel sieht gleich aus zum Endtopf vom 330 Benziner. Der Mittelschalldämpfer vom 330i N52 ist halt so ein längliches Ding und der Mittelschalldämpfer vom 330 Diesel ist so ein etwas kleinerer quadratischer Mittelschalldämpfer. Da kommt natürlich die Frage auf, was wäre denn, wenn man den benutzt? Ich weiß niemanden und kenne niemanden, der das mal probiert hat oder gemacht hat oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Das ist nur ein Gedanke. Vielleicht weiß einer was dazu, würde mich halt krass interessieren. Ansonsten war es das soweit von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin hier im sonnigen Hamburg in der Hafen City. Ich steige gleich mal aus, mache mal einen Kameraschwenk für euch und dann wünsche ich euch gute Fahrt. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und bleibt gesund, fahrt vorsichtig, genießt den Sound. Ich gebe euch auch noch ein, also Peace.